diese vier von den Teil gesprochen hat, denkst du, er meint den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh, hey, hast dich gar nicht mal so dumm angestellt. Hast du etwas schon mal gemacht? Ja. Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Hey! Was ich getan habe, ich meine dein Pferd und so. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr von dir hören, verstanden? Wir haben der Prinzessin geholfen, so wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen, damit das Horror-Kid nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Natürlich. Ah, okay. Hey, wer bist du? Link, erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf den Geheiß des Affen gekommen bist? Ich mir doch. Weißt du, du riechst irgendwie nach dem Affen. Also hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen? Sehr gut. Beobachtanz. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Sag nicht. Bist du sicher? Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder eine seiner voreiligen Entscheidungen. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Link. Hast du etwas, worin du mich in den Palast fragen kannst? Tragen kannst? Ja, das ist jetzt auch lustig, worin du sie mitnimmst. Du bist doch Sir Link. Du hast in der Tat sehr merkwürdige Kräfte. Ich habe keine Angst vor den engen Räumen. Du hast da sicher etwas dabei, worin du mich tragen kannst. Also zögere nicht, sondern nimm das Ding zur Hand. Da muss ich kurz überlegen. Müssen wir hier? Nein, du kannst alles nur nutzen, was du in dem Feld mit Ocarina und so hast. Ja, und so. Was kannst du wohl zum Tragen nutzen? Stock. Wie willst du sie in den Stock packen? Na, denk mal nach. Was für ein Behältnis hast du denn bitte mit bei? Ach, da unten? Ne, das habe ich nicht mehr gesehen. Eine leere Flasche. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Es ist ein wenig eng, aber wenn du dich beeilst, wird es nicht zu unbequem. Drücke C, um sie wieder freizulassen. Sir Link! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Rasch!
Bring mich zum Palast. Hier. Das klingt echt, als wäre es bequem. Ja, ist es auch. So, aber bevor du zum Palast gehst, geh mal raus aus dem Tempel. Du musst nämlich noch die Feen abgeben. Ja. Und das machst du... guck dich mal kurz um. Geile Musik. Ja. Rechts. Da. Nein. Nimm mal deine Ocarina raus, damit das nicht so lange dauert. Nimm. Schwingenlied? Yep. Alles klar. Und dann fliegst du nochmal genau hierher. Aha. Ah ja, okay. Du hast das Lied der Schwingen gespielt. Wieder mal. Nein. Rechts. Und nochmal. Genau. Nein. Moment. Genau. Oder warte. Jetzt muss ich überlegen. Vielleicht vergessen es oder Dämmerwald? Nee, Dämmerwald, genau. Und ab geht's. Ja, war richtig. Gut. Dann bin ich froh. So, jetzt musst du dich zu einem Deku machen. Und dort hinten hinfliegen. Siehst also das Loch in der Wand. Ach nee, ich hab mir nicht mehr auf der. Das ist nicht zu übersehen, ne? Achso. Loch in der Wand. Da. Rechts. Ja, oder so. Noch weiter. Da. Nee, kein Loch da. Ja, das stimmt. Das ist sehr schwer zu erkennen. Oh. Ich hab nach unten gedrückt, aber trotzdem gut, guter. Sag doch sowas nicht, das war doch Absicht von dir. Guter Seasteak. Ja? Ah ja, okay, dahin. Das war doch alles geplant, wa? Ah ja, klar. Mhm. War mein Plan. Wie nah kommt der Mond eigentlich maximal, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Stunde vor Ende bin? Kurz vor den Uhrenturm. Das ist ja dann wirklich richtig... Ziemlich nah, ja. Ah ja, die rosa Feenquelle. Genau. Und jetzt bekommst du etwas Tolles. Und das übrigens aus jedem Tempel. Okay. Wunderschön, diese Frauen. Oh ja. Gott. Oh, starker junger Freund. Ich bin die große Fee der Kraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwerttechnik. Ja, hast du den Witz auch verstanden? Oh Mann. Sorgen! Damn! Du hast die Wirbelattacke erlernt. Drücke und halte B, um deine Waffe mit Magie aufzuladen. Lässt du B los, entfesselt deine Klinge einen mystischen Wirbel. Um die Attacke noch schneller auszuführen, bewege den Analogstick einmal im Kreis und drücke B. Das verwirrt dich jetzt bestimmt, weil du das schon kannst, aber du kannst es jetzt noch besser. Ja, das sag ich mir. Besuche mich wieder, wenn die Strapazen deiner Reise zu schwer auf deinen Schultern lasten. Hast du es verstanden? Ja. Ja. Voll geil, wa? Ja gut, wenn du es ausprobieren willst, musst du Wollte natürlich... Ja, ist das ist ja, das ist ja. Klar. So. Wurm! Jetzt ist es noch größer. Ja, das erinnert mich an Metin 2. Da war der Schwertwirbel zuerst
farbig, dann andersfarbig, dann noch andersfarbiger, dann bunt. Ja gut, ich mag Mädchen nicht. Ich auch nicht mehr. Damals. So, ich denke jetzt Zeit zurück. Und Zelda war vorher da. Zeit zurück. Du Bullen, Dullen. Nein, du musst erstmal die Prinzessin abgeben. Also. Und zwar muss ich. Warte, ich weiß es gleich. Ich muss. Drück lieber Start, weil die Zeit vergeht trotzdem noch. Also muss ich. Ich könnte auch. Warte mal. Dahin. Genau. Aber du kannst dich da nicht hin teleportieren, sondern. Muss hinlaufen. Aber immerhin, jetzt ist das Gift aus dem Sumpf. Das heißt, du kannst durch alles durchschwimmen. Und musst nicht die umständlichen Flugwege nehmen. Und länger dauern. Ja, und das kannst du immer noch nicht, weil du zu schwer bist. Ja. Ja, das Wasser ist nicht sonderlich tief. Ja. Aber egal, man kann ja mal ausprobieren, wa? Wie schon gesagt, du kannst auch als ganz normaler Link durchführen. Das ist jetzt alles sehr umständlich. Nee. Das hier dauert jetzt alles viel länger. Du müsstest nur da runter und dann bist du schon da. Verwandle ich einfach zu. Genau. Ich meine, ehe du da lange noch weiter runterfällst und erstmal in die Blumen einsteigst und hin und her fliegst, dann. Das dauert alles länger. Ja, doch. Denk dran, mit wem du sprichst, ja? Zelda Pro Nummer 1. Das war nicht richtig. Was? Das war alles richtig. Von hier aus kommst du nämlich leicht wieder zurück. Nein, einfach nur runterspringen. Und jetzt nach links. Ja, bin ich gut oder was? Na gut. Wenn man das Spiel schon ein paar tausend Mal gespielt hat, dann... Dann wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Ich hab dir doch gesagt, du sollst direkt zum Thronsaal gehen. Normalerweise dürftest du gar nicht eintreten. Also befolge meine Anweisung. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Auf keinen Fall andere Bereiche. Betreten. Betreten. Genau. Und das habe ich gesagt. Ja. Thronsaal des Königs. Nein, du musst direkt zum König. Ich dachte mir, dass ich ihn so springen muss. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Strafung. Oh, wartest du? Ja. Beautiful. Auf jeden Fall. Oh, meine Tochter. Meine geliebte Tochter. Geht es dir auch gut? Ich war so in Sorge. Echt? Dummer Vater. Bam, bam, Was macht ihr hier? Lass den Affen auf der Stelle frei! Oh, Herr Affe, es tut mir über alle Maßen leid. Aber mein Vater neigt ständig zu solch vorschnellen Entscheidungen. Das verstehe ich, Prinzessin. Vergeben und vergessen. Aber was ist mit dem Tempel? Dank Schalling. Alles noch einmal gut aus. Ging auch alles noch einmal gut aus. Man nennt dich also Link. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast. Als Zeichen unserer Dankbarkeit hat unser Butler etwas für dich vorbereitet. Bitte nimm es an. Du findest deine Belohnung im Schrein rechts des Palastausgangs. Genau, da musst du dann auch nochmal hin. Das
da. Bevor wir die Zeit dann zurückdrehen. Aber die Palastwachenpflanzen haben gesagt, da glaube ich nicht. Nein, das ist ein ganz anderer Bereich, den du dir jetzt betreten sollst. Da musst du übers Wasser. Ah. Und ich glaube, du musst das als Deko machen.